Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone 2 Video. Ja, heute mal wieder so ein kleines Real Talk und gleichzeitig auch in Anführungszeichen News Video, denn wir reden über die aktuelle Situation mit Warzone 2, mit Call of Duty generell. Plus dazu werden wir so ein bisschen über den Warzone 2 Ranked Modus reden, so ein bisschen über aktuelle Themen und Probleme, zum Beispiel auch über World Series of Warzone, was gleich auch ein großes Thema sein wird. Bevor wir jetzt direkt starten, gönnt euch gerne das ganze Video, lasst mir auch gerne ein Feedback da, wie eure Meinung aktuell zu Warzone 2 und generell zu Call of Duty aktuell ist. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, ganz wichtig. Checkt gerne Twitch ab, wenn ihr keinen Livestream verpassen wollt und wenn ihr keine weiteren YouTube-Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal. Jetzt würde ich allerdings sagen, starten wir rein. Let's go. So, ich versuche das Ganze auch so ein bisschen Live-Commentary-mäßig, Spectating-mäßig ein bisschen zu veranstalten, ein bisschen eigentlich das Thema ansprechen, was ich die ganze Zeit will, plus halt dazu auch einfach so ein bisschen die Themen generell ansprechen, die ich eh ansprechen wollte. Am vergangenen Wochenende war ja die World Series of Warzone Qualifier-Runde, in dem wirklich jeder, der sich angemeldet hat, die Playlist spielen konnte und somit quasi auch, ja, die Chance hat, theoretisch, was jetzt? Was ist jetzt? In der wirklich jeder, der sich angemeldet hat, dort auch mitspielen konnte und quasi offiziell auch teilnehmen konnte, beziehungsweise sich qualifizieren konnte für die nächste Runde, um dann wirklich, ja, dieses World Series of Warzone Event weiterzuspielen. Dort jeweils sind nochmal die besten 50 weitergekommen, um natürlich auch dann, ja, eine Custom Lobby zu spielen. Oh, ich bin tot. Eine Custom Lobby zu spielen, in der es dann halt quasi nochmal weitergeht, eine Runde weitergeht. Irgendwas sniped schon wieder, um dann halt quasi sich nochmal zu qualifizieren für die regionalen Qualifier. Bis dahin sind wir allerdings auch gar nicht gekommen, denn die Private Lobbys, die Custom Lobbys, haben wirklich gar nicht funktioniert. Die Server waren wirklich komplett im Arsch, wie sie halt standardmäßig auch sind, wenn man halt Al-Masra oder auch General Warzone spielt, abends speziell. Was halt eine Sache ist, die irgendwie so ein bisschen auch schon klar war, ich auch so ein bisschen gedacht hatte, dass es da irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist da so ein bisschen... Ja, servermäßig ist halt auch einfach genau das eingetreten, was wirklich alle erwartet haben. Es haben wirklich alle Probleme gehabt mit Servern. Die Server haben komplett geleckt. Ist jetzt, ja, nichts irgendwie Unbekanntes bei Call of Duty. Wenn man sich allerdings die genauen Gründe anschaut, warum es laggt, warum viele Leute Probleme mit Servern haben, mit allgemeinen, ja, FPS-Drops, mit allgemeinen wirklich Problemen, die halt Warzone wirklich aktuell betreffen, ist es schon wirklich sehr bodenlos, wenn man halt bedenkt, dass genau dagegen irgendwie nichts gemacht wird, obwohl man das Ganze im Endeffekt eigentlich relativ leicht lösen hätte können. Denn einer der größten Probleme in Warzone, die dafür sorgen, dass Server, die generell schon wirklich nicht so gut sind, einfach überlastet werden oder halt nicht wirklich funktionieren, sind, ja, eine ganz bestimmte Sache, und zwar sind das die Bots, die erstens niemand so wirklich haben will und zweitens halt komplett überflüssig und nervig sind, speziell nach dem ganzen Loadout-Änderungssystem, dass man sein Loadout kaufen kann, dass der Loadout wieder droppt und man im Endeffekt nicht mehr wirklich auf diese Strongholds angewiesen sind. Denn speziell an den Enden der Runden merkt man dann wirklich, wenn die Bots nicht mehr in der Zone sind, wenn die Bots nicht mehr wirklich aktiv sind, dass die FPS einfach besser werden und das ganze Spiel generell einfach viel flüssiger läuft, hat man das Gefühl. Ich meine, an sich persönlich fand ich die Idee mit den Strongholds eigentlich relativ in Ordnung. Man hat quasi so ein sich ein neues System überlegt, aber die Umsetzung funktioniert halt meistens wirklich nicht und ist einfach nur extrem nervig. Denn ich glaube auch wirklich, dass bis ungefähr 90% sagen würden, wenn man jetzt Leute fragen würde, ob sie Bots wollen, nein sagen würden. Denn, ja, wenn man ehrlich ist, die Grundidee ist vielleicht ganz okay, aber die Umsetzung, es passt einfach nicht. Seit den letzten größeren Updates sind es irgendwie gefühlt doppelt so viele Bots geworden und die Helis spawnen irgendwie doppelt so schnell. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Serverqualität, das allgemeine Spiel darunter leidet, nur weil Call of Duty das Ganze nicht verstehen will und die Bots nicht aus dem Spiel nehmen will, war das ein echter Gegner? Das ist ein echter Gegner. Dazu kommt halt auch generell noch die Tatsache, dass Warzone 2 an sich schon wirklich echt extrem, extrem schlecht optimiert ist, was dafür sorgt, dass, ja, selbst wenn man wirklich relativ guten PC hat, gleichzeitig irgendwie streamen will, gleichzeitig was aufnehmen will oder auch teilweise nur ganz normal spielen will, dass man halt wirklich da schon Probleme hat mit der Performance und dazu in Kombination noch die ganzen Serverprobleme kommen, was halt wirklich auch extrem, extrem nervig sein kann. Was ist jetzt? Das ist ja wirklich bodenlos. Im Endeffekt ist es halt wirklich einfach nur schade, wenn man überlegt, wie einfach Warzone das Spiel an sich von der Performance verbessern könnte, wenn sie einfach nur zum Beispiel die Bots rausnehmen würden. Und man hätte nicht wirklich einen Nachteil dadurch, da man, ja,
die Loadouts ganz normal holen kann, man sehr viel Geld findet, was dafür sorgt, dass man sich Loadouts kaufen kann, dass man quasi ja, relativ gut an seine Loadout-Waffen kommt. Ich habe auch irgendwie einfach das Gefühl, dass irgendjemand bei Call of Duty, der so ein bisschen das Sagen hat, ja, die Bots wahrscheinlich sehr, sehr gerne mag und deswegen wahrscheinlich mit aller Macht versucht, die Bots im Spiel zu halten. Auch wenn das, da können wir uns, denke ich, alle sicher sein, nicht das Richtige für Warzone sein wird. Okay, okay. Der Game Attack passt da wirklich. Ich hoffe allerdings nur, dass Call of Duty daraus lernt und jetzt versucht halt in Zukunft das Ganze wirklich besser zu machen. Und eine gute Möglichkeit wäre halt eben auch, ja, die Bots aus dem Spiel zu nehmen, zumindestens wenigstens in den Custom-Lobbys, zumindestens in den Private-Lobbys, da es da halt wirklich um extrem viel Geld geht und es halt auch sehr bitter wäre, wenn man halt irgendwie durch Lags oder irgendwelche Disconnects stirbt, die halt, ja, bei einem Game wie Call of Duty leider oft immer noch sehr, sehr oft passieren. Grundsätzlich muss ich auf jeden Fall sagen, dass Warzone 2 speziell Al-Masra für mich eine wirklich gute Map ist, eine gute abwechslungsreiche Map, die auch so ein paar verschiedene Facetten hat, was ich auch eigentlich ganz gut finde, abgesehen von den Snipern, die halt wirklich in jeder Lobby irgendwie so ein bisschen aktuell Überhand nehmen. Ich meine, wenn man das Ganze mit Caldera vergleicht, Caldera am Anfang war auch nicht wirklich das Beste, muss man sagen, speziell diese ganzen Modusänderungen, diese ganzen Änderungen, was viele Sachen, viele Kleinigkeiten anging, war das Ganze immer so ein bisschen schwierig und speziell mit den letzten Seasons, Season 4, 5 und so weiter, da wurde das Ganze erst so ein bisschen, da hat es fast gekracht. Ab da wurde das Ganze irgendwie so ein bisschen erst spielbarer, in Anführungszeichen. Allerdings, wenn man überlegt, was man schon ändern hätte können, wenn man einfach nur ein bisschen minimal auf die Community eingeht und das dann irgendwie ganz groß verkaufen will, eben schon angekündigt wird mit dem neuen Update, mit dem Season 3 Reloaded Update, der Ranked-Modus hinzugefügt. Das heißt, es gibt wieder die Skill-Division Bronze bis Top 250 und natürlich auch Schillernd darunter. Was, wenn das Ganze wirklich gut umgesetzt wird, auch, denke ich schon, ein guter Grind-Faktor sein könnte, weil man halt wirklich auch die oberen Ränge erreichen will, um diese Skins freizuschalten. Dazu gibt es wieder das Rangsystem von 1 bis Level 50, kennen wir auch schon aus Modern Warfare 2. Um zu leveln, werden wieder Sterne benötigt, die man hier anscheinend bekommt, wenn man quasi ganz standardmäßig einfach überlebt, quasi Squads überlebt, Teams ausschaltet. So bekommt man auf die Dauer die Sterne und levelt dann quasi seinen ganz normalen Rang. Das Ganze wird so aufgebaut sein, dass umso länger ihr lebt, ihr umso mehr Punkte für eure Abschüsse bekommt, für eure Kills, die ihr macht, dass ihr quasi, wenn ihr lange lebt, dann 2-3 Kills macht, ihr mehr Kills bekommt, dass ihr mehr Kills bekommt, als wenn ihr quasi am Anfang direkt sterbt, allerdings auch 2-3 Kills gemacht habt. Dazu wird auch wieder das Placement, also wie ihr abschneidet, in der Runde noch dazu gezählt. Umso besser ihr abschneidet, wenn ihr Erster werdet, bekommt ihr logischerweise auch am meisten. In dem Fall ihr quasi 100 Punkte dazu. Wenn ihr in die Top 40 kommt, bekommt ihr 5 Punkte dazu und umso länger ihr überlebt, umso höher wird die Punktezahl natürlich logischerweise. Es wird wieder Belohnung geben, was Sticker angeht, was Waffentarnung und so weiter angeht. Vielleicht gibt es auch wieder eine neue komplette Tarnung, die man im Warzone 2 Ranked Modus freischalten kann, was schon generell sehr cool wäre, muss ich sagen. Anscheinend soll das Ganze so sein, dass man in Buy Stations wirklich endlos Drohnen kaufen kann, endlos diese ganzen Objekte kaufen kann, die man sich dort kaufen kann, was eine wirklich sehr, sehr gute Sache ist und in Warzone 2 generell wirklich schon lange fehlt. Der schwere Helikopter wird da wahrscheinlich auch wieder nicht am Start sein, da der natürlich auch sehr OP sein kann. Die ganzen Bots in Ranked, die da auch wirklich dafür sorgen, dass die Server teilweise nicht so laufen, sollen anscheinend alle One-Shot sein. Dazu wird es auch das Team-Loadout-System geben, quasi, dass auch die ganzen anderen Leute euer Loadout sehen. Dazu soll das Einsatzschild aktuell das einzige sein, was quasi gesperrt ist. Bei den Granaten und so weiß man das Ganze noch nicht so wirklich, aber bei den Waffen das Einsatzschild. Lasst mir gerne ein Feedback da, es wird noch einige neue Waffen geben, da wird es wieder so ein bisschen Content geben. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.